Ja, Jacqueline, dein Kunstwerk ist ja ziemlich spektakulär. Ich habe schon Probeaufnahmen gesehen und Aufnahmen von einem anderen Mal, wo du das aufgebaut hast. Das ist alles verspiegelt, unten fließt Wasser. Es ist total irre, da reinzugehen. Wie haben die Besucher, Besucherinnen darauf reagiert? Also es ist das zweite Mal, dass die Arbeit aufgebaut wird, jetzt aber mit ein paar Anpassungen, damit die in den Raum genau reinpasst. Und die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, aber oft waren Leute irgendwie erstaunt oder wussten nicht so richtig, ob man jetzt zum Beispiel da reingehen darf oder nicht und wo quasi die Realität aufhört und wo die Spiegelung anfängt und wie das dann letztendlich gemacht ist. Wie groß wird das Kunstwerk bei uns sein? Das wird 5,50 Meter in der Breite, 3 Meter ungefähr in der Höhe und 10 Meter in der Tiefe sein. Ja, also schon riesig. Wie setzt du denn Licht dann in dem Kubus ein? Das ist so ein Raster, das aus LEDs gebaut wird. Und es wird wiederum angesteuert mit DMX und läuft über einen Raspberry Pi, genau die Steuerung. Okay, das sagt mir nichts. Das musst du mir einmal erklären, bitte. Ein Raspberry Pi ist quasi so ein kleiner Minicomputer. Und dann DMX ist so eine klassische Lichtsteuerungssprache im Prinzip, über die man die Befehle an verschiedene Module senden kann. Das klingt alles ziemlich aufwendig. Wie viele LED sind denn da verbaut? Ungefähr 220 Meter LEDs. Wie lange brauchst du, um das vor Ort aufzubauen? Also vor Ort ungefähr 10 Tage, eine Woche bis 10 Tage, also wenn alles glatt läuft, der Boden einigermaßen eben ist und der nicht zu uneben ist. Weil die Arbeit, die muss perfekt in der Waage quasi gebaut sein. Je nachdem, wie uneben der Boden ist, dauert es eine ganze Weile, bis man das alles aufgeglichen hat. Und dann kommen noch Toneffekte hinzu? Ja, genau. Also die Arbeit ist begleitet von einem Dauerton. Das ist eine Art Dröhnen, den man im ganzen Raum und so im Körper spürt. Der Ton heißt Shepard Scale oder Shepard Tone. Das ist eine akustische Illusion von einem unendlich steigenden oder unendlich fallenden Ton. Es wird einmal so und einmal so rumgespielt. Das ist ja so eine Unendlichkeit, die da tonal und auch im Raum erzeugt wird. Was fasziniert dich daran? Also Ausgangspunkt war tatsächlich die Beschäftigung mit dem Klang, also mit Klang und Raum. Und ich interessiere mich sehr für Wahrnehmungsillusionen im Allgemeinen. Und daraus ist es dann entstanden, sich aus dieser unendlich steigenden, unendlich fallenden Ton einen Raum zu überlegen, der quasi diese Unendlichkeit erfahrbar macht. Und dann der Beschäftigung ist das Konzept entstanden. 2019 hast du ja den Light Art Award gewonnen. Wie war das für dich? War das nur schön oder setzt dich das auch so ein bisschen unter Druck? Unter Druck tatsächlich überhaupt nicht. Das war einfach nur schön. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und das war großartig. Also überhaupt in die engere Auswahl zu kommen und die Arbeit realisieren zu dürfen und dann natürlich auch zu gewinnen, das war toll. Ja. Jetzt bei uns im Wasserwerk ist es ja auch so, dass das ein sehr verunsichernder Raum sozusagen ist. Und die Besucher oder Besucherinnen ja auch nicht wissen, wie weit sie gehen können. Ne? Was ist jetzt noch echt? Was ist Spiegelung? Oder falle ich jetzt ins Wasser? Mhm. Was hat dich so daran gereizt, an dieser Verunsicherung? Also Teil des Konzeptes ist es halt genau, mit dieser Kontingenz zu spielen, also diese Unsicherheit. Wo hört die Realität auf? Wo fängt die Illusion an? Und auch generell das Spielen mit Propriozeption, also die Wahrnehmung vom Körper im Raum. Mhm. Das finde ich einfach sehr spannend, auch wie die Wahrnehmung von Realität gestaltet ist per se durch die kulturelle Herkunft, die wir vielleicht haben. Und das kommt dann da alles so zusammen. Und auch der Aspekt der vom digitalen Raum und physischen Raum und wie quasi die Digitalität, also auch das erfordert halt so einen Schritt auch da reinzugehen. Und man wird ja auch, dadurch ist man auch wie auf so einer Art Bühne im Prinzip, und halt mit dieser Unsicherheit zu spielen. Genau, das finde ich spannend und das stellt quasi so ein bisschen in Kontext, wie unser Umgang mit dem physischen Raum sich durch die Digitalität und die Darstellung in sozialen Medien verändert. Was genau meinst du damit, mit diesem Social-Media-Gedanken? Weil Teil der Arbeit ist oder auch bei solchen Arbeiten, dass die fotografiert werden wollen und das spielt halt auch mit diesem Selfie- und Selbstdarstellungstrend im Prinzip. Mhm. Um es grob zu sagen. Ich bin schon sehr drauf gespannt, wie das wird und wie das auch in den sozialen Netzwerken dann sich verbreiten wird. Und freue mich sehr auf die Ausstellung mit dir ab April bei uns und sage schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr.